Auch wenn es ein Vorbereitungsspiel ist, dass man gegen Chelsea auch in der Phase 3-0 gewinnt, ist ja nicht selbstverständlich. Und nichtsdestotrotz müssen wir weiter konzentriert arbeiten, denn es ist ein Vorbereitungsspiel, ist nicht mehr gewesen oder nicht weniger. War eine ansprechende Leistung und müssen wir weiterhin in der Vorbereitung so weitermachen. Das Ergebnis ist jetzt für mich nicht so wichtig, grundsätzlich in einem Vorbereitungsspiel nicht. Viel wichtiger ist für mich, ob wir zu dem Stand der Vorbereitung die Dinge sehen, die wir sehen wollen. Was haben wir trainiert? Was sehe ich in einem Spiel? Und phasenweise hat man das heute gesehen. Erste Halbzeit offensiv, phasenweise das gesehen, in der zweiten Halbzeit defensiv. Aber wir haben natürlich auch noch viel Arbeit in den nächsten zwei Wochen vor uns. Ich mag Werder Bremen. Sie spielen schnell, intensiv, verteidigen mit vielen Spielern. Sie kontern schnell, sind physisch stark. Sie waren der perfekte Gegner heute. Aber wir konnten einfach nicht vernünftig spielen. Jedes Duell gegen uns wurde gepfiffen. Wenn wir mal eine Vorteilssituation hatten, wurden wir zurückgepfiffen und bekamen einen Freistoß. Unser Spiel wurde einfach immer wieder unterbrochen. Und auch die Elfmeter, besonders der letzte, machen überhaupt keinen Sinn. And stop our game. The penalties, especially the last one, makes nonsense.